Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier, der Mann mit dem Hut, das ist der Marc Hagenbeck. Hallo zusammen. Und ich bin der Sashi und wir haben heute den 13. Januar und am 13. Januar haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das weißt nur du. Genau, am 13. Januar 1966 hat Patrick Dempsey Geburtstag. Patrick Dempsey? Patrick Dempsey. Da habe ich eine Geschichte zu. Ja, ja, dann los. War der nicht irgendwie Schauspieler für irgendwas? Ja, ja, ja. Der hat Filme gedreht wie Can't Buy Me Love, Loverboy, Sweet Home Alabama, Valentinstag. Und er ist Dr. Derek Shepard in der TV-Serie Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, genau, ja. Genau. Ich saß mal irgendwann in Herborn, ne? Und da kam die Kellnerin auf mich und sagt, Sie sehen voll aus wie Patrick Dempsey. Damals kannte ich den nicht. Ne? Sie sehen voll aus wie Patrick Dempsey. Und ich so, was? Wer ist das denn? Ja, irgendwie, das ist von der Serie Grey's Anatomy. Ich meine, sie hat Emergency Room gesagt. Aber egal. Grey's Anatomy von mir aus, wurscht. Ja, sie war irgendwie Guckerin von dieser Serie. Ich meine, sie sehen genauso aus wie der. Ich so, hä, was ist das denn? Mein Kumpel natürlich so, oh, ey, was mir das Scheiß anmache, so, ne? Ja, mit dem ich da war. Am nächsten Tag war Patrick Dempsey in den Schlagzeilen, weil er Sexiest Man Alive Nummer 2 geworden ist. Da hab ich gedacht, das ist doch mal ein Titel! Alter, kann man mal machen. Man sieht ja nicht gerne Olli Kahn ähnlich oder irgendjemand oder Otto oder ja, Karl Dall oder ja, sowas, aber ja. Patrick Dempsey geht. Patrick Dempsey geht. Der fast Sexiest Man Alive. Ja, wahrscheinlich hat sie nur auf mein Geld abgesehen, die Alte. Ja, am 13. Januar, also mein Trinkgeld. Verstehst du? Verstehe. Am 13. Januar 1969, ja, Siegertyp, ist auch das Album von den Beatles erschienen, Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed the sea, we all live in the... Achso, Yellow Submarine, Yellow Submarine, genau, ja. Das ist Album erschienen. Sehr schön. So. Ich mag ja die Beatles. Warum? Einfach eine coole Musik, finde ich. So. Was gibt es noch am 13. Januar zu 13. sagen? 13. Januar 1957 kam die erste Frisbee auf den Markt. Das war aber hier, mach mal richtig mit Feuer. Ja, Frisbee. Das war aber nur ein Hut. Das genau. So eine Mütze, so eine Dusselige. Genau, genau. Weißt du eigentlich, wie die Frisbee-Scheibe entstanden ist damals? Wieso die auch Frisbee hieß? Ja, weil wahrscheinlich hat jemand einen Hut irgendwie vom Kopf genommen und hat den durch die Gegend gefeuert. Ja. Und gesagt, ach guck mal, das geht auch irgendwie besser. Ja, fast. Also, es war so, soweit ich das weiß, ne? Also, kann natürlich sein, dass ich mich irre. Schreib's in die Kommentare, falls ich mich irren sollte. Aber es gab mal einen Kuchen, der wurde in kleinen Alublechen serviert. Die gibt es auch heute auch immer noch, diese Streuselkuchen. Die kennst du auch, diesen runden Alublechen. Ja, ja, genau. So, und da gab es einen Kuchen von der Firma Frisbee. Und die haben dann halt diesen Kuchen gefuttert, ja, so, und haben danach diese Deckel gehabt. Also es gab gar nicht die Frisbee-Scheibe. Nee, Frisbee, sondern das wurde nachher, hat sich das so eingebürgert. Ach so. Also unter dem Begriff Frisbee-Scheibe. Und das war der Kuchen von der Firma Frisbee und die haben diese Unterlagen genommen und haben damit dann halt so geworfen. Und das waren die ersten Frisbee-Scheiben. Ach, und deswegen heißt es auch Frisbee? Deswegen heißt es Frisbee. Ich habe mich auch immer gefragt, warum heißt es denn Frisbee? Das hat ja gar nichts irgendwie. Das müsste normalerweise irgendwie Wurfscheibe heißen. Genau, aber die ersten, die so halt so kommerziell produziert wurden, das war 1957 von der Firma Wham-O Company. Das sind die gleichen, die übrigens auch später den Hula-Hoop-Reifen rausbrachten. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take a Käse. Also, 13. Januar heute. Morgen sehen wir uns wieder am 14. Januar. Bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.